بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، liebe Brüder und Schwester, wir haben gerade gehört, um was geht es? Jahannam. Das heißt, keiner von uns kann das ertragen. Jahannam ist eine Sache, wer für Kuffar extra sein. يوم القيامة، wenn du nach dieser Brücke durchgehst, es gibt eine Sache, der nur extra für Muslime. Jetzt habt ihr gehört diese Eigenschaften von Jahannam. Und Jahannam, كما وصف الرسول صلى الله عليه وسلم، نارها مظلمة. Feuer von Jahannam ist richtig schwarz. Und nicht nur schwarz, sie hat auch eine Stimme. Und nur diese Stimme, wenn du das hörst, kann man das nicht ertragen. Deshalb خلقت لنا الجنة. Deshalb Allah hat auch für uns Paradies erschaffen. Aber die Frage ist, was haben wir für die Paradies oder für das Paradies vorbereitet? Al-Jannah sil'atun ghaliyah. Al-Jannah ist nicht einfach. Wenn du Jannah auch willst, da musst du auch guten Taten auch machen. Die erste Frage, ob Paradies jetzt gibt oder nicht. Hat Allah das Paradies schon erschaffen oder noch nicht? Ma alihi salaf wa ma alihi ahlu sunnati wal jama'a, al jannatu schon bereit. Die wartet inshallah auf uns. Allahumma rizuqna al-Jannah. Al-Jannah ist schon bereit. Das heißt, muss man für die oder für das Jannah auch richtig bearbeiten. Fama al-Dalil. Was ist die Beweise, dass Al-Jannah schon da? Qala azza wa jal في سورة النجم ولقد رآه نزلة أخرى. الرسول صلى الله عليه وسلم hat Jibril عليه السلام zweimal gesehen. Einmal als Offenbarung bekommen hat und zweiter Mal in Al-Isra wal-Mi'raj. ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها Jannatul Ma'wa. Dort ist Paradies. Das heißt, Al-Jannah ist schon da. Al-Jannah hat Allah erschaffen. Und auch Hadithun fi Sahihain. Anna Rasul sallallahu alayhi wa sallam qal, thumma antalaqa bi Jibril alayhi salam hatta antaha bi
إلى سدرة المنتهى فغشيها ألوان لا أدري ما هي. الرسول صلى الله عليه وسلم hat verschiedene Farben gesehen. الرسول صلى الله عليه وسلم war richtig fröhlich. Manche Farben hat gesehen, hat gesagt, والله ich weiß nicht, wie diese Farben sind. Ich habe noch nie das im wo in Dunya gesehen. Obwohl رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال ثم دخلت الجنة. دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم الجنة. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة. Hat das Life gesehen. Das heißt, das ist ein Beweis, dass الجنة gibt. حديث wie gesagt أخرجه البخاري ومسلم. وإذا ترابها المسك. ترابها die Erde von Paradies ist was? Misk. Musk. Stell mal vor, dass du auf Musk läufst. Subhanallah. Das ist eine richtige Vorbotschaft. Und wie gesagt, kann das nicht jeder kriegen. Anderer Beweis, وفي الصحيحين كذلك حديث عبد الله بن عمر أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا مات أحدكم عرض عليه مقعده بالغداة والعشي. Wenn du in deinem Grab bist, du siehst live الجنة. Wenn du von أهل الجنة bist, oder du siehst auch live die Hölle, wenn du auch von Ahlul Nari bist. Schau mal, du bist in dein Grab. Und auch eine Sache muss man auch immer denken. Immer an zwei Nächte denken. Heute sind wir zusammen. Kann sein, dass ein Bruder von uns morgen stirbt oder heute noch. Und die erste Nacht in deinem Grab. Bist du bereit, dass du diese drei Fragen beantwortest? Es sind nur drei Fragen. Und im Grab, es gibt kein Anwalt. Im Grab gibt es auch kein Licht. Im Grab gibt es auch kein Licht. Und im Grab gibt es nur Munkarun wa Nakir. Marrabuk. Sind wir in dieser Dunya nur, um diese drei Fragen zu beantworten? Oder nicht? Wallahi. Drei Fragen musst du von jetzt an richtig vorbereiten. Marrabuk wa ma dinuk. وما تقول في الرجل الذي بعث فيكم. Hier jetzt kannst du richtig beantworten. Aber wenn du im Grab bist, كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم منكر ونكير فيقعدانه. Die bringen dich zum Sitzen. Das heißt, du bist beim Sitzen im Grab. Und du kriegst auch dein Ruh wieder zurück. Du kriegst auch dein Aql. Und dann kriegst du diese drei Fragen. Das heißt, wenn du richtig gut in Dunya warst, du wirst auch richtig beantworten. Wenn nicht, dann du wirst nur sagen, la adri. Kein Ahnung. Man Rabb. لا أدري وما دينك ما أدري وما تقول في الرجل الذي بعث فيكم ما أدري دي منكر ونكير دي werden ihm richtig mit einer richtigen Hammer geben. لا دريت auf seinen Kopf. فيصبح
Furaba, Staub. Das heißt, im Grab werden wir alles erleben. Und du wirst auch Al-Jannah live sehen. Andere Frage, wer für uns bereit, dass er jetzt stirbt? Keiner, oder? Keiner. Keiner kann jetzt sagen, ich bin jetzt bereit, dass ich jetzt auch sterbe. Keiner. Warum? Weil die Taten, was wir machen, richtig wenig. Jeder von uns, der muss diese Frage stellen. Sogar auch, wenn du im Grab bist, du wirst auch diese Schritte, كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم حديث متفق عليه, du wirst auch die Schritte von Leuten, wenn die von dir weg sind, hören. Das heißt, du bleibst alleine. Keiner bleibt mit dir, außer deine Taten. Sonst nichts. Eden, was heißt Al-Jannah? Was heißt Paradies? Al-Jannah, erstens Arabisch, Luratan, Kullu ma janna alayna. Alles, was wir nicht sehen können, heißt Jannah. Jannah al-Laylu. Jannah al-Laylu heißt, die Nacht ist richtig dunkel geworden, damit du nicht sehen kannst. Richtig dunkel heißt Jannah al-Laylu. Al-Jinnu kommt auch von dieser. Al-Jinnu. Die Jinn, weil auch wir ein Jinn nicht sehen können. Innahum yarawnakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahum. Al-Janin auch. Al-Janin ist, was heißt Janin, achi? Hä? Ja. Janin. Hä? Embryo. Ein Embryo heißt auch Janin, weil wir nicht ihn auch sehen können. Deshalb heißt auch Janin. Auch Jinan. Wenn richtig viele Bäume sind und du bist oben, sag mal im Flugzeug, Boden kannst du nicht sehen. Warum? Weil viele, viele Bäume sind. Heißt Jinanun. Al-Jannatu. Kama sa'alat Ummu Haritha ibn Suraqa radiyallahu anhuma hadithun rawahu al-Bukhari anna Haritha, ein Sahabi radiyallahu anhu, der hat in Ma'arakat Badr, al-Badr al-Kubra, der erste Krieg zwischen al-Iman wal-Kufr, wa Haritha al-Rasul sallallahu alayhi wa sallam hat ihm mitgenommen, obwohl die Mutter, da hat ihm gesagt, der ist noch jung, 14 Jahre alt, 15 Jahre alt. Und die Mutter hat ihm gesagt, ja, Rasulallah, lass ihn bei mir. Ich bin richtig alt geworden, lass ihn. Faqala al-Rasul sallallahu alayhi wa sallam, ja, Haritha, du bist freiwillig. Du kannst mit mir gehen, du darfst auch mit deiner Mutter bleiben. Aber Haritha qal, ja, Rasulallah, ich gehe mit dir. Mit ihm gegangen. Und die Mutter hat ihm richtig Kleider angezogen, damit er richtig auch schön aussieht. Aber da war auch ein Brunnen extra für Muslime, damit nicht die Kuffar kommen und von diesem Brunnen auch trinken. Und jetzt, bevor diesem Krieg angefangen hat, Haritha hat Durst gehabt. Und der ist zu diesem Brunnen gegangen, um zu trinken. Aber ein Muslim von weit, er hat gedacht, dass ein Kafir ist. Und er hat ihm mit einem Pfeil richtig gezogen und ihn gegeben. فَمَاثَ حَارِثَ
Schau mal, bevor Krieg angefangen hat, Haritha ist schon gestorben. Der Muslim, der ihn getötet hat, hat nicht gedacht, dass er ein Muslim ist. Er hat gedacht, dass er ein Kafir ist. Der wollte einfach nur von diesem Brunnen trinken. Nach dem Krieg, die Mutter, die wartet auf Haritha und die fragt die Sahaba, habt ihr Haritha gesehen? Habt ihr Haritha gesehen? Auf einmal ein Sahabi hat sie gesagt, لَقَدْ مَاثَ ابْنُكْ. Dein Sohn ist schon gestorben. Und da hat ihm gesagt, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Alhamdulillah, mein Sohn ist als Shahid gestorben. فَقَالَ الصَّحَابِ. Der Sahabi hat gesagt, يَا أُمَّا, ich glaube, der ist nicht als Shahid gestorben. Warum? Da hat sie gesagt, ein Muslim hat ihn getötet. Ich glaube, dein Sohn, der ist nicht als Shahid gestorben. Und dann, der hat nach wem gesucht? Nach Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Da hat der Schlüssel. Kam al-Rasul sallallahu alaihi wasallam, faqalat Ummu Haritha, ja Rasulullah, sag mir, ob mein Sohn als Shahid gestorben oder ich werde dir was richtig zeigen. An-Nadhb, diese richtig weinen. Das war Anfang von Islam, noch nicht aufgehoben, noch nicht haram geworden, dass du richtig weinst und so Shaqqul Jiyub und so Sachen. Qalat, ja Rasulallah, sag mir, ob mein Sohn in Jannah ist oder ich werde dir richtig zeigen, wie die Frauen weinen können. فابتسم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أم حارثة إن ولدك في الجنان في الفردوس الأعلى نشت إن جنة زندا الفردوس الأعلى سبحان الله أمة الرسول صلى الله عليه وسلم أكثر أهل الجنة وأول من يدخلها die Mehrheit, die ins Paradies reinkommen wird, welche Umma? Wallahi, hier Umma zu Rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam. Nahnu akhirul umam wa awwalu al umam muhasabatan wa awwaluhum dukhulan ila al jannah. Warum? Weil wir von Umma zu Rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam. حديث رواه مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أما ترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة Das heißt, أما ترضون Zeige ich euch, wie kann man richtig zufrieden sein? Ihr seid Viertel von Paradies. Sein Umma, Umma zu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, Viertel von Paradies. Fakabbara al-Sahaba. Die Sahaba sagt, Allahu Akbar. Thumma qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, Ama taradawna an takunu thulutha ahli al-Jannah. Das heißt, die Drittel. Thumma qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, die Hälfte. Das heißt, wer sind die Hälfte, die im Paradies sind? Paradies, nur dieses Wort reicht. Und müsst ihr auch richtig sicher sein, dass wir auch jetzt im Paradies sind. Oder nicht? Wallahi. هذا المجلس مجلس من الجنة رياض من رياض الجنة. Denkt ihr nicht, dass ich ein Sufi bin oder so? Das ist von der Rasul sallallahu alaihi wa sallam. هذا المجلس تحفه الملائكة وتغشاه الرحمة ويذكرنا الله في من عنده
Allah ist richtig stolz auf uns jetzt. Wallahi. Das heißt, diese Sitzungen jetzt, wo kann man jetzt in diesem Moment, jetzt in dieser Stunde, wie viele Sitzungen kann man jetzt sehen oder finden? Nur in Deutschland. Kaum. Alle Moscheen sind jetzt zu. Oder? Alle. Ohne Ausnahmen. Al-Shafa'a fi dukhul al-Jannah. Wenn du da bist, schau mal, wenn du in Yawm al-Qiyamah bist, du brauchst jemanden. Und dieser jemand ist Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Kama ja'a fi hadithihi alladhi rawahu Muslim. Anna al-insan aw an-nas, die Leute, die suchen diese Fürsprache. Bei wem erstens? Bei unserem Vater Adam alaihi salam. Thumma yaqul Adam. Also erstens, wir werden ihn sagen: Ja, Abana, mach für uns Paradies auf, du hast Schlüssel. Fayaqul Adam, wa ma akhrajakum min al-jannati illa abikum. Ich war schuld, dass ihr von Paradies rauskommt. Idhabu ila Nuh. Geht ihr zu Nuh alayhi salam. Thumma Nuh yaqul ila Ibrahim, wa Ibrahim ila Musa, wa Musa ila Isa. إلى أن يأتي الدور إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث الشفاعة يقول أنا لها الشفاعة في شبخة أنا لها أنا لها. Und dann auch Schlüssel hat الرسول صلى الله عليه وسلم. Keiner von uns, kein Mensch darf ins Paradies reinkommen nur hinter Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Der erste Mensch, der ins Paradies reinkommt, هو محمد sallallahu alaihi wa sallam. Und der erste Mensch nach Propheten, die ins Paradies reinkommt, war Abu Bakr al-Siddiq radiyallahu anhu, kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Nach diese Brücke, As-Sirat, wa in minkum illa wariduha. Nach dieser Sirat, diese Brücke, es wird wieder eine Brücke sein. Extra Brücke. Obwohl du ins Paradies reinkommst, aber trotzdem, da ist eine Brücke. Und in diese Brücke, wenn du eine Probleme mit deinem Bruder hier in Dunya gehabt hast, dort wird richtig aufgelöst, damit du ins Paradies reinkommst und du bist richtig rein. Kein Hekd, kein Sünden, kein gar nichts. Das heißt, dein Herz wird richtig sauer. لأن الجنة لا تقبل إلا الطيبين. Subhanallah. أعلى أهل الجنة the best Stufe die im Paradies gibt. Wer wird das kriegen? محمد صلى الله عليه وسلم the best Stufe wird محمد صلى الله عليه وسلم kriegen. Und dieser Hadith ist richtig bekannt. Was sagen wir immer nach dem Adhan? Allahumma rabba hadhihi ad-da'wa at-tamma was-salati al-qa'ima ati Muhammadan was al-wasilata. Al-wasila ist die beste Stelle im Paradies. Und diese al-wasila la tanbaghi illa li shakhsin wahid. Ist nur für eine, so hat der Rasul sallallahu alaihi wasallam gesagt. Nur eine ist in dieser Stelle. Wer ist er? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kama ja'a fil hadith alladhi rawahu Muslim. Idha sami'tum al-mu'adhdhin faqulu mithla ma yaqul. Danach
ثم سلوا لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله. Nur eine Diener von Allah. Er wird das kriegen. Und schau mal, hier kommt diese Bescheidenheit von Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. وَأَرْجُوا أَنْ أَكُونَ أَنَا هُو. Subhanallah. لمن؟ هي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. Aber trotzdem, sein تواضع, sein Bescheidenheit, er hat gesagt, ich hoffe, dass ich das kriege. النبي صلى الله عليه وسلم قال كذلك في حديث رواه مسلم أن موسى عليه السلام سأل ربه سأل الله عز وجل هات أين فحاجة قشل يا الله zeig mir den letzten Mensch der ins Paradies reinkommt der letzte Mensch. Es gibt manche Leute, die werden in Jahannam sein. Und irgendwann, die werden auch raus, solange die Muwahhidin waren. Irgendwann. Wie lang? Allahu A'lam. Deshalb, unser Wunsch, unsere Hoffnung, musst du immer Al-Firdaus Al-A'la wünschen. Du darfst nicht sagen, Inshallah, ich werde trotzdem, obwohl ich in der Höhle bin, ich werde irgendwann raus. Nein, das ist falsch. Al-Rasul sallallahu alaihi wasallam hat uns diese Empfehlung auch gesagt. Wenn du etwas wünschst, dann wünsch Al-Firdaus Al-A'la. Lakin Al-Firdaus Al-A'la sa'abun. منالها وسهل منالها كما قال عز وجل قد أفلح المؤمنون. Okay, dieser Erfolg, was die Gläubigen kriegen, was ist die Eigenschaften von dieser Gläubigen? قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. Diese Demut, was du während dem Gebet kriegst. Das ist die erste Eigenschaft. قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مَعْرِضُونَ. اللغو singen, diskutieren und so weiter. وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ. الزكاة. Es gibt Leute, die Geld haben, und die machen keinen Zakat. Aber dort, wir werden alles bezahlen. Kann sein, dass sie mit ihren guten Taten, was sie hier gemacht haben. Weil dort gibt es kein Dinar und kein Dirham. Dort gibt es entweder Hasanat oder Sayyiat. والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون. Du hast nur أولئك هم الوارثون. Was? الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. In Paradies gibt es kein Tod, kein Sterben. Ewigkeit. In Jahannam auch genauso. حيث يذبح الكبش الخروف. Es wird ein Schaf geschlachtet zwischen Paradies und die Höhle.
حديث رواه البخاري. Und die sagen, die werden die sagen, يا أهل النار. Für Ewigkeit. Und يا أهل الجنة. Für Ewigkeit. In Jannah gibt es kein Schlafen. Oder gibt es Schlafen? والله gibt es nicht. كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل يا رسول الله أنا نام في الجنة قال لا صلى الله عليه وسلم قال الموت النوم أخو الموت النوم wenn du schläfst du bist schon gestorben wenn du schläfst oder du stirbst Wer weiß, nach dem, wenn du aufwächst, dann Alhamdulillah, alladhi ahyana ba'dama amatana wa ilayhi an-nushur. Oder? Du sagst diese Dua nach dem Schlafen. Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam An-nawmu akhul maut Ahlul jannati la yanamun. Es gibt keine Zeit für Schlafen. Dort gibt es genießen. Oder nicht? Genießen. Aber was genießen? Alles genießen, alles was du willst. Hur al-Ain kommt danach, inshallah. Nicht wie ein Pakistaner, glaube ich, oder ein Afghaner oder Marokkaner, der hat Tawaf gemacht in Mekka. Ja? In Mekka hat er Tawaf gemacht. Und da war richtig Hitze. Hat er so viel Dua gemacht. Und dann auf einmal ohnmächtig geworden. Die haben ihn getragen ins Krankenhaus. Ins Krankenhaus, nach ein paar Stunden aufgewacht. Und dann hat er alles weiß gesehen. Und riecht sehr gut. Oh. Ashhadu an al-Jannah haqq. Hat er gedacht, dass er ins Paradies ist. Oh. Subhanallah, schau mal, alles weiß, Decke ist auch weiß. Er sagt, Alhamdulillah, ich habe euch gesagt. Danach kamen ein paar Schwestern aus Philippinen. Ne? Ein paar Schwestern, alles weiß angezogen. Da hat er gesagt, Al-Hurul Ain, Al-Hurul Ain. Und dann die Schwestern haben gedacht, dass er verrückt geworden ist. Und dann die Bruder hat gesagt, wahid, wahid. Einer hinter anderen. Ganz langsam, einer hinter anderen. Subhanallah. Da hat er gedacht, Miskin, dass die Hurein sind. Miskin. Na. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن موسى سأل ربه Was ist der letzte Mensch, der ins Paradies reinkommt? قال رجل يجيء بعدما دخل أهل الجنة الجنة. Das heißt, alle Leute, die sind im Paradies, alle sind reingekommen. Jetzt kommen nur die Leute, die richtig wie ein Schildkröte laufen. قال يجيء على الصراط. Manchmal fast fällt, aber der bleibt immer still. Ja. Bis nach der Brücke und der guckt hinter. Der sagt, Alhamdulillah, الذي نجاني منك. Das heißt, weil diese Brücke unten ist, Jahannam, ist Feuer. Und nach dieser Brücke hat er so gesagt, Alhamdulillah, dass Allah mich gerettet hat. Und da hat er auch recht. فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازْ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ Das ist die beste Rettung, ist das. Dass du auf diese Brücke entweder schnell läufst wie ein Blitz oder wie ein Pferd oder wie ein Schildkröte. Hauptsache, dass du vorbeigehst. Warum? Kommt danach fast Paradies. فيقال له
wird gesagt, udkhul al-jannah, komm rein ins Paradies. Fayaqul, der Bruder, der wird sagen, kayfa ya Rabbi, wal-jannatu qad muli'at, ist voll. Bedenkt, das Paradies schon voll. Nein. Paradies hat 8 Tore. Jahannam hat 7 Tore. Paradies gibt es nur Tür. Ist, wenn du, wenn jemand richtig reiten kann oder reitet, 40 Jahre. Nur ein Tor. Aber trotzdem, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hat gesagt, es wird auch richtig Iktidad, Zahma, voll, dass jeder wird reinkommen. Warum? Al-Hur, die warten auf dich. Diese Kalb warten auch auf dich. Bäume auch genauso. Al-Sündus, Al-Istabrak, Al-Khiyam, alles, was du denkst, die warten auf dich. Subhanallah. Danach, Allah Azza wa Jalla يقول لهذا العبد, der sagt zu diesem Diener, أترضى أن يكون لك مثل ملك ملك في الدنيا. Das heißt, Allah sagt ihm, ja Abd, willst du dieses Vermögen, was ein König in dieser Welt war, in Dunya war, willst du auch zufrieden sein? Der sagt, naam ya Allah. فالله عز وجل يقول له فلك مثله مثله ومثله ومثله ab 5. مثله, der sagt, reicht, reicht, ja Allah, Azza wa Jal. Der sagt ihm, das reicht mir. Das heißt, schau mal, und man weiß auch genau, die König, die hier in Dunya sind, wie viel Vermögen haben. Und der wird der letzte Mensch, der in Paradies reinkommt, 5-mal. Was die König, die hier gehabt haben. Und dann der wird sagen, reicht ja Allah, das reicht mir. Anderer Hadith, nach dieser Brücke, der sagt, Alhamdulillah, alladhi najjani min. Allah gibt ihm einen Baum. Einen Baum. Und dann dieser Bruder, der wird sagen, ja Allah, qarribni minha. Bring mich nach zu diesem Baum, damit ich unter den Schatten von diesem Baum sitze und auch von ihrem Wasser auch trinke. Allah sagt ihm, und dieser Hadith heißt Hadithul Ibtisama. Kann man das sagen, diese Lächel-Hadith. Das heißt, alle Sahaba, die diese Hadith gesagt haben, danach die lachen. Warum? Weil Al-Rasul hat auch gelacht. Das ist der einzige Hadith, die Rasul gesagt hat. Und danach, gleich nach Hadith, hat er gelacht. Und ein Sahabi hat auch das gesagt. Und der lacht auch. Schau mal. Tiba'a Rasul beim Allsachen. Der Mensch, Allah gibt ihm diesen Baum. Und Allah sagt ihm, aber sag nicht was anderes. Wenn du das kriegst, dann khalas. Der sagt, naam ya Allah, ich werde das mach. Keine versprochen, sagen wir mal so. Versprochen. Und danach, Allah ya'ziruhu. Allah weiß genau, dass er das nicht ertragen kann von diesen Sachen, was er sieht. Zweiter Mal, Allah gibt ihm wieder einen anderen Baum, aber dieser Baum ist besser als der erste. Und die guckt hier, die zweite sagt, oh, der ist schöner. Ja Allah, nur diese. Genau wie auch uns hier in Dunya. Du hast ein Laptop, du brauchst iPhone. Nach iPhone brauchst du iPod. Nach iPod brauchst du Allahu A'lam, was noch Allah. Das ist genauso, oder nicht? Genauso auch bei diesem Bruder. Zweiter Baum, ja Allah, nur dieser Baum.
Und dann khalas, versprochen, versprochen, ja, versprochen. Wallahu ya'ziruhu. Allah weiß genau, dass er das nicht ertragen kann. Bei Dritte auch genauso. Oh, der Schöne. Oder? Der Schöne. Ja Allah, nur diese. Diese und khalas. Sagt ihm, Menschen sind so. Auch bevor die ins Paradies reinkommen, subhanallah. Allah gibt ihm auch diese dritte Baum. Danach, dieser Bruder, der hört diese Stimmen, was im Paradies sind. Welche Stimmen? Dass die Leute dort richtig genießen. Dass die dort die Hur'in, die singen. Oder nicht? Ach, die singen. Und schau mal, ein Hur'in singt für dich. Da flippst du aus. Das Hur'in singt. Ja? Subhanallah. Das kommt auch al Hur'in, das allerletzte. Subhanallah. Und danach, Allah sagt ihm, ja, komm rein ins Paradies. Und der Abd, der Diener, sagt, أَتَسْتَهْزِئُ مِنِّي وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِي. Al-Istihza, diese Beleidigung. Ja Allah, beleidigst du mich und du bist Rabbul Alamin. Fadahik Allah. Allah hat gelacht. Wie gelacht? Laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'u al-basir. Hat er gelacht, na. Aber wie lacht Allah? Laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'u al-basir. Qul huwa Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad. وَلَمْ يَكُلْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٍ. Dann sagt ihm Allah, komm rein. Er sagt, ja Allah, wie kann ich rein? Der ist, jeder hat seine Stelle genommen. Es ist richtig voll. Der denkt nur. Und zum Schluss, der kommt rein. Das ist der letzte Mensch, der ins Paradies reinkommt. Und was ist der Beste und der Erste? Was werden die Leute, die Ersten, die im Paradies reinkommen, kriegen? Ja? Was werden die? Erstens, Miftahul Jannah. Was heißt Miftahul Jannah? Schlüssel vom Paradies. Schlüssel, dann machst du. Und jeder Schlüssel, musst du ja auch denken, hat auch Zähne, oder? Und diese Zähne von den Schlüssel ist La ilaha illallah. محمد رسول الله كما قال وهب ابن منبه وهب ابن منبه قال قيل له ذو gefragt اليس مفتاح الجنه لا اله الا الله قال بلى تخ ولكن ابا ولكن ليس من مفتاح الا وله اسنان jeder Schlüssel hat Zähne. Es gibt manche Zähne, wenn du rein, kann sein, dass du reinmachst, aber auf geht nicht, wenn du nicht weißt, was La ilaha illallah heißt. Miftahul Jannah, La ilaha illallah. Aber nicht nur, dass du sagst, La ilaha illallah, ohne die Bedeutung, die richtige Bedeutung von La ilaha illallah. Nicht, dass du sagst, La ilaha illallah, wa ta'budu al-qubur. أو تقول يا حسين يا علي يا فاطمة هذه ليست لا إله إلا الله. قال فإن أتيت بمفتاح له أسنان فتح لك إن لم يفتح. Abwabul Jannah. Jetzt machen wir langsam, dass wir inshallah ins Paradies reinkommen. Viele Sachen warten auf uns, aber ich glaube, würden wir inshallah heute nicht schaffen, irgendwann wieder inshallah. Das war der erste Teil. Danach kommen die wie gesagt, diese Bäume, diese Kalb, der auf uns inshallah auch wartet, diese Kabid al-Hut, diese Leber, Kabid al-Hut. Und auch
Salsabil, diese Wasser, nur von Name kriegst du keinen Durst mehr. Du hörst nur Salsabila. Recht, oder? Salsabila. Auch wenn du nicht trinkst, sag Alhamdulillah. Salsabila. Was heißt Salsabila auf Deutsch? Allah, weiß ich nicht, keine Ahnung, was das heißt. Gibt's nicht auf Deutsch. Was heißt das? Die Salsabila geht nicht. Salsabila. Subhanallah. Naam. Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fil jannati thamaniyata abwab. Acht Toren hat Paradies. Es gibt ein Tor extra nur für die Leute, die fasten. Babur Rayyan. Idha dakhaluhu ughliqa min waraihim. Wenn du von diesem Tor reinkommst, so, warum extra nur für die Leute, die richtig gefastet haben? Ich meine nicht Ramadan. Ramadan sowieso, musst du. Ich meine zum Beispiel Montag, Donnerstag, die drei Tage, diese Ayyam al-Bayd, Ashura, Ayyam al-Arafa, diese freiwillige Fasten. Und diesen Monat jetzt, Shahru al-Muharram, besser, wenn wir auch richtig fasten. Wenn du nicht kannst, mach nur am 9. und am 10. هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم am 10. am 10. jetzt glaube ich am Mittwoch نجى الله موسى من كيد فرعون لعنه الله. Und an diesem Tag die Juden, die fasten auch. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم موسى نحن أولى بموسى منهم. موسى ist mein Bruder. Wir fasten. Wenn ich noch am Leben bin, nächstes Jahr, ich werde am 9. und auch am 10. fasten. لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات وما صام am 9. Deshalb, wenn du am Mittwoch und Donnerstag ist am 10., Mittwoch am 9. Das heißt, mach diese Sünde, was der Rasul sallallahu alaihi wa sallam gewünscht hat, und da hat er nicht gefastet. Warum? Weil er gestorben ist. Okay? Am Mittwoch und am Donnerstag. Qala Rasul sallallahu alaihi wa sallam, es gibt 8 Toren im Paradies. Eine extra nur für die Leute, die richtig gefastet haben. Andere ist Babus Salah. Die Leute, die auch richtig gebetet haben. Nicht einfach gebetet, aber richtig gebetet. Kama salla Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Kann sein, dass du in Yawm al-Qiyamah bist. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam hadithun رواه البخاري ما منكم إلا سوف يقف أمام الله ليس بينه وبينه ترجمان فينظر عن يمينه لا يرى إلا ما قدم ثم يرى أو ينظر عن شماله فلا يرى إلا ما قدم فينظر أمامه فلا ينظر إلا النار فاتقوا النار ولو بشق ثمرة ولو بكلمة طيبة. Das heißt, wenn du vor Allah bist und der wird dir sagen, ja Abdi, lima lam tusalli? Warum hast du nicht gebetet? Der sagt, ja Allah, ich habe schon gebetet. Ja. ثم يقول عز وجل لكنك لم تصلي كما صلى محمد صلى الله عليه وسلم وهو الذي قال صلوا كما رأيتموني أصلي. Es gibt ein Tor auch extra nur für Al-Kadhimin al-Ghayd.
الكاظمين الغيظ die Leute, die können zum Beispiel, kommt jemand und da richte ich dir eine Faust gegeben. Du kannst auch ihm wieder zurückgeben, aber du sagst, lass ihn. Ja? Das ist auch eine Extra-Tor. Ja? Extra-Tor. Es gibt auch ein Tor für Al-Mutawakkilun. Al-Ladina yatawakkalun ala Allahi haqqa tawakkulihi. Al-Tawakkul, richtig. Es gibt auch eine Extra-Tor. Andere Tor ist Babu al-Dhikri wal-Ilm. Ein extra Tor nur für Wissen. Wenn du richtig Wissen gehabt hast und mit deinem Wissen hast du auch guten Taten gemacht, es gibt ein Tor. Da kommst du auch nur von diesem Tor rein. Extra nur für Al-Ulama. Es gibt auch ein Tor für Al-Hajj. Al-Hajj. Wenn du auch Hajj gemacht hast, es gibt auch ein extra Bab. Tunada minhu. Komm von hier. Das ist deine Tor. Aber schlimm ist, wenn die nicht, oder du wirst nicht von keiner einzige Tor gerufen. Es gibt auch ein anderes Tor, Babul Jihad. Okay? Barakallahu fikum. Jazakumullahu khairan.